Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Schlacht gegen mich, und zwar bei Schlag den Skipion. Heute ist mein Gegner der Keen X oder Ken X, ich weiß nicht, ob das E dann doppelt gespielt. Es stehen sich gegenüber die Ägypter und die griechischen Städte. In dem Fall, ja, die Griechen halt hier, ihr seht schon hier, ihr habt es gerade schon gesehen, gepanzerte Hopliten, Kreta-Bogenschützen und spartanische Hopliten, also Elite-Truppen von höchster Qualität treten dort an. Stellen Sie gleich weiter vor, machen wir eigentlich jetzt. Und zwar, wie bereits erwähnt, er hat dreimal sogar Spartiaten dabei. Silber, würde ich jetzt mal vermuten, aufgrund der Upgrades. Vielleicht auch Goldverteidigung und Silberangriff, damit die mehr aushalten. Dann noch sechsmal gepanzerte Hopliten. Vermutlich auch Silber-Upgrade oder halt Bronze. Dann natürlich Kreta-Bogenschützen ohne Upgrades, und zwar 6 Einheiten an der Zahl, und dann noch ein bisschen Kavallerie, und zwar zweimal griechische Kavallerie und eine Generalseinheit als schwere Kav mit dabei. Gut, kommen wir zu meiner Armee. Ich spiele, weil ich mir gedacht habe, er hat eine starke Infanterie, was mache ich dagegen? Selber mit einer Infanterie, mit der pharaonischen Leibwache, kann ich damit was reißen? Weiß nicht, ich habe nur 3 Einheiten mitgenommen, weil ich kann halt nicht die Defensive oder aufbringen, die er hier hat, weil die Einheiten sind deutlicher gepanzert, haben einen großen Schild und halten halt wesentlich mehr aus. Habe mir halt deshalb gesagt, ich nehme ein paar mehr Fernkämpfer mit und versuche ihn dann ins Kreuzfeuer zu nehmen, um ihn halt auseinanderzunehmen. Dann habe ich noch dabei 3-mal pharaonische Bogenschützen mit Gold-Upgrade, 3-mal normale Bogenschützen mit Gold-Upgrade und dann natürlich noch ein paar Steinschleuderer sowie ein paar Streitwagen. Mal kurz gucken, ein Wagenbogenschütze, 2 normale, was habe ich hier hinten noch? Nochmal, ja, 4 normale habe ich und einen Wagenbogenschütze sowie eine Nilkavallerie. Also kavallerietechnisch bin ich mir auf jeden Fall überlegen. Darauf habe ich dann auch so ein bisschen gespielt. Ich habe quasi nicht mit Infanterie gegen seine starke Infanterie, weil ich habe mir gedacht, halt, ich komme dagegen nicht an. Deshalb nehme ich halt lieber die besseren Fernkämpfern oder die Fernkämpferüberzahl und die bessere Kaff mit und versuche ihn dann irgendwie auseinanderzunehmen. Und natürlich habe ich mir dann gedacht, er wird. Die Obliten sind ja immer in guter Zahl vertreten und stehen halt dicht beieinander. Nehme ich noch einen Onager mit. So, dann gucken wir mal, wie die Schlacht abläuft. So, ich natürlich erstmal mit dem Onager ein bisschen beschossen. Bin hier natürlich, er hat seine Armee sehr dicht beieinander. Bin natürlich darauf, habe halt versucht, hier Verluste zu machen. Da treffe ich aber nur 2. Kreta-Bogenschützen sind halt besser aufgestellt. Die sind halt nicht so eine dicht offene Formation. Ich versuche hier schon mal mit der Kaff in seinen Rücken zu kommen. Und... Ah, schade, nicht getroffen. Gehe jetzt hier halt über die Flanke. Aufgrund dessen, jeder, der mit der Hopliten gespielt hat, weiß, dass sie ziemlich unbeweglich sind. Da war jetzt ein guter Treffer. Deshalb habe ich mir gedacht, halt, bevor die sich umgedreht haben, habe ich hier wenigstens ein bisschen seine Kaff und seine Kreta-Bogenschützen halt angekratzt. Jetzt seht ihr auch hier, umfasst hier der Onaga-Treffer in meine eigene Armee. So, jetzt sollte ich eigentlich, genau, jetzt ziehe ich auch die Streitwagen auf der anderen Flanke. Die Bogenschützen können schon schießen, die pharaonischen, ich glaube, die schießen dann ja auf die Kreta. Wir sehen schon, da liegen einige. Jetzt rücken auch die Steinschleuderer vor, die auf die Kreta-Bogenschützen schießen sollen, damit diese halt, ja, weg sind. Weil wenn die weg sind, dann wird es deutlich leichter, ihm halt in den Rücken zu fallen. Er hat jetzt seine Einheiten in die offene Formation gestellt, damit er weniger Schaden erleidet durch Onager-Treffer. Und das ist eigentlich sehr gut. Auch wenn die hier immer noch, also man kann vielleicht jetzt noch maximal 4 bis 9 Einheiten treffen durch den Treffer. So, hier jetzt die Bogenschützen zu weit weg von der Infanterie und die Kaff auch. Deshalb kommen jetzt hier die Streitwagen. Ich schicke erstmal einen rein, damit ich nicht hier zu viele verliere und verheddere. Hier jetzt in die Kavallerie, da hat er nicht aufgepasst. Hier an der Seite versucht er den Charge noch abzufangen. Schafft es auch meine... Nee, schafft es nicht. Ich dachte... Ach Gott, die Fahne war wechselt. Die aufzuhalten, die flügen jetzt natürlich durch hinter seinen Reihen. Hier die Kreta-Bogenschützen, ihr seht, es hat geklappt, dass ich halt da in den Rücken gekommen bin. Und hier halt jetzt, genau wie ich es vorhin gesagt habe, die Kavallerie und die
Fernkämpfer aufreibe. Die Infanterie konnte halt dazu nichts machen, die ist halt zu sehr, also nicht so manövrierfähig wie jetzt Legionäre oder so, kann deshalb das nicht verhindern, weil die halt, die Fernkämpfer und die Hopliten waren halt zu nah, nicht mehr nah beieinander, um halt rechtzeitig zu helfen. Mit zwei Einheiten versucht er sich nach hinten abzusichern. Jetzt hier die Fernkämpfer versuchen jetzt natürlich hier die überlegene Infanterie aufzuhalten. Ich ziehe mich dann hier auch zurück und versuche ihn jetzt halt zu beschießen. Hier hinten versuche ich jetzt natürlich, das sind jetzt einzelne Einheiten, da geht die Moral natürlich runter, weil die halt in der feindlichen Übermacht überstehen. Die Streitwagen geben auch nochmal einen Abzug. Das heißt, die haben ja keine Chance. Deshalb nehme ich hier die einzelnen Einheiten einfach so auseinander. Ja, hier jetzt sind seine Truppen gesplittet. Hier vorne sind zwei, hier verfolgt eine. Hier gehe ich jetzt hinten rein. Die Truppen sind halt, wie gesagt, von der Hauptarmee gesplittet. Müssen sich dann jetzt hier der Übermacht stellen und kriegen halt den Malus, dass sie von hinten noch angegriffen werden, von den Streitwagen. Und dann halt natürlich, dass sie flankiert werden. Da ist natürlich keine Chance. Hier reibe ich die auf. Hier hinten habe ich Bogenschützen noch, die auf die Einheiten schießen. Hier kriegt er jetzt meinen Onager, aber das ist nicht mehr ganz so wichtig. Die Einheiten, ihr seht schon, sind ziemlich weit verstreut von ihm, nicht mehr nah beieinander. Hier gehe ich jetzt mit meiner pharaonischen Leibwache rein. Charge jetzt leider ein bisschen falsch mit den Streitwagen, verliere dadurch viele. Die Moral hält diesmal ein bisschen besser von den Einheiten. Wie gesagt, es sind gepanzerte Hopliten, wahrscheinlich in Verteidigungsupgrades investiert, damit die noch mehr aushalten. Kämpfen jetzt bis zum Tod, aber die Moral bricht dann auch da, aufgrund dessen der feindlichen Übermacht und halt der Streitwagen. Hier habe ich jetzt nicht aufgepasst, fahre mit den Streitwagen in seine Spartiaten, aber die sind natürlich nicht in der Phalanx. Trotzdem verliere ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Streitwagen. Es sind auf jeden Fall zu viele. Hinten ist die Armee auch weggeschossen. Hinten auch die Einheit weg. Jetzt hat er eigentlich nur noch das, was auch ab und zu so zurückkommt, sage ich mal. Hier hinten kommen noch mal ein paar Kreta-Bogenschützen, die sich gefangen haben. Und hier hat er auch nur noch gepanzerte Hopliten. Aber ich sag mal, und hier vorne auch eine Spartiatenheit. Aber ich sag mal, das Game ist eigentlich schon entschieden. Er kann nicht mehr viel machen. Er muss sich quasi. Wir haben jetzt die Infanterie. Übermacht sowie Fernkampf und Kavallerie. Also er kann da nicht mehr wirklich viel machen. Wir nehmen ihn jetzt einfach so auseinander. Hier die Spartiaten werden auseinandergenommen. Und ja, hier hinten fängt sich zwar das ein oder andere. Hier habe ich jetzt wieder nicht aufgepasst. Fahr in die Einheiten rein und ihr seht, da waren auch schon wieder 8 Streitwagen weg und die Einheit flieht. Jetzt flieht die Einheit aber auch aufgrund dessen, dass sie von den Bogenschützen und Steinschleudern wieder in Beschuss genommen wird. Sowie die Streitwagen, die jetzt im Rücken fahren und ihn natürlich da auseinandernehmen. Die Einheiten werden quasi in der Mitte durchgeschnitten durch die Sensen, die hier an der Seite sind. Aber da ich immer noch mit meinem Bogenschützen drauf schieße und er mit seinen, kriege ich natürlich, mache ich natürlich Verluste durch Eigenbeschuss. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Hier versuche ich jetzt mit den restlichen Streitwagen noch die Einheiten fertig zu machen. Ich glaube, ich hätte die sogar defensiv investiert, damit die länger aushalten, nicht die direkt fliehen. Ja, hier jetzt die letzten Bogenschützen aufgerieben. Hier vorne die 25 gepanzerten Hopliten können nicht mehr viel machen. Die werden jetzt gleich auch vermutlich fliehen oder halt niedergeschossen werden von meinen Einheiten oder halt mit der Kaff vernichtet. Ja, doch, die Kaff macht's, da flieht er auch. Und ja, das war's eigentlich. Jetzt kommen hier nur noch die Kreta-Bogenschützen dran, die hier mit Brandpfeilen noch was versuchen. Kriegen sogar die Streitwagen noch, da rollen die Reifen weiter. Aber jetzt die Nilkavallerie schlägt zu. Das war ein schöner Charge, nur eine Einheit verloren. Und das war es dann auch für die Kreta-Bogenschützen. Ja, dies war eine vernichtende Niederlage für Kinix. Und ja, GG an der Stelle, danke für deine Teilnahme und wir kommen dann ganz kurz zur Wall of Fame, bevor wir dann zum Fazit kommen. So, dann wollen wir mal zum Fazit kommen. Und zwar, ja, dass er seine Infanterie, was war so jetzt, dass er seine Infanterie halt zu von seinen Fernkämpfern getrennt hat, war da auf jeden Fall sein Fehler und er hat nicht, auf jeden Fall nicht ganz so schnell reagiert, als die Streitwagen quasi in seinem Rücken waren. Das war natürlich so ein Moment, der war dann schon ein harter Schlag für ihn. Ich glaube, das hat ihn dann auch so das Genick gebrochen. Dann natürlich, er hat natürlich gut reagiert, als er die Infanterie aus der Phalanx raus und in die offene Formation. Und kavallerietechnisch war er einfach unterlegen.
Ja, ansonsten war es auch gut, bin ich ja recht gut um seine Flanke gekommen und in seinen Rücken, um halt da Chaos zu shiften. Das hat auch ganz gut geklappt. Und ja, wie gesagt, GG an der Stelle nochmal und danke für deine Teilnahme. Wir können ja nochmal reingucken, welche Einheiten am meisten gebracht haben. Ihr seht schon, die Streitwagen haben ordentlich reingehauen. Die Fraunschleibwache, ja, noch so im Mittelfeld, aber hier die Bogenschützen und Steinschleuder, die waren auf jeden Fall gut dabei. Hier die pharaonischen Bogenschützen 72 Kills oder hier 102. Die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Die lohnen sich eigentlich immer. Aufgrund dessen, dass die halt eine hohe Reichweite haben, guten Fernkampfangriff und ja noch eine gute Defensive, die auch schon mal die ein oder andere leichte Kavallerie auf jeden Fall in die Flucht schlägt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Schlacht. Haut rein. Ciao.